Hallöchen und ich bin wieder zurück mit dem nächsten Teil von meinem Bauprojekt. Und wie ihr seht, habe ich schon etwas vorgearbeitet, denn ich musste nämlich ausprobieren, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das alles aufgeschrieben habe. Und hier wird ein großer Platz entstehen, wo ich jetzt sehe, dass er ziemlich groß ist, aber da lässt sich bestimmt noch irgendein Deko-Objekt einfügen, dass es nicht ganz so leer aussieht. Aber was ihr hier jetzt schon aufgebaut seht, sind die Paddocks, die dann da hinkommen werden. Und hier sind noch so, ja, niedrige Fundamente. Also es werden keine Fundamente werden, weil die kann ich ja nicht direkt an die Wand setzen. Aber in der Art. Und mal sehen, wie es dann später aussieht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier anfangen, den unpassenden Dreck anzumalen. Ja. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so doof aussieht. Ich werde es dann versuchen, irgendwie noch so ein bisschen zu verwischen, dass es halbwegs dann flüssig überläuft. Und ja, also so wird dann ein Weg praktisch entstehen. Und dann mache ich jetzt hier mal die Wände hin. Ja, das habe ich jetzt nicht bedacht, sonst überall habe ich es weggemacht. Also, so. Und, ups. So. Das hier muss ich noch wegmachen. Einmal, zweimal, dreimal. Upsi. So, weil hier muss nämlich auch noch eine Box hin mit 5x5, 5x5. Die bleiben natürlich dann nicht so mit den hohen Wänden, das ist ja klar. Aber jetzt einfach nur mal so für den groben Aufbau werde ich das jetzt einfach mal hier so aufbauen. Und das brauchen wir auch nicht hier. Und dann kommen hier welche hin. Ich habe das jetzt schon schön alles vorher ausprobiert, dass ich hier jetzt auch weiß, was ich zu tun habe. So. Es sind ziemlich viele Boxen. Auf die andere Seite kommt ja dann auch nochmal was. Aber besser zu viel als zu wenig, weil in meiner letzten Welt, beziehungsweise auf, was heißt in meiner letzten Welt, auf dem Gestüt Silverdawn habe ich zu wenige Boxen und jetzt habe ich mehr Pferde und jetzt habe ich ein kleines Problemchen gehabt, weil ich nämlich nicht genug Boxen hatte für die ganzen Pferde und musste dann improvisieren und auf das Parkgrundstück noch einen Stall draufbauen. Wo ich aber jetzt gemerkt habe, dass 6 weitere Boxen oder 8, ich weiß gar nicht, ich glaube es sind ziemlich wenig, auch nicht genug sind. Naja, was soll's. Jetzt ist es schon so. Und da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Jetzt muss ich mir aber trotzdem noch überlegen, ob ich das nicht doch anders mache. Dass ich diese, was später übrigens mal Blumenkästen werden sollen, dass ich die vielleicht doch eins weiter raussetze, dass sie dann nicht an die Wand anlehnen, sondern, oh Gott, das ist ja total falsch jetzt, sondern überstehen, sodass der Eingangsbereich vom Stall ein bisschen besser so ungefähr gekennzeichnet ist. Dann geht es zwar ein bisschen hier in den Weg rein, aber das müssen wir ausprobieren, wie das aussieht. Vielleicht kann ich die auch komplett hier ganz rum machen. Das wäre vielleicht eine Idee, das muss ich mir überlegen. Ich habe schon wieder so eine kratzige Stimme. Das ist irgendwie immer morgens. Komm schon, ein bisschen schneller. Dass wir hier noch einschlafen. Weil dann habe ich nämlich das Problem, was mache ich hier hinten hin, auch gelöst. So. Hier. Hier müssen wir dann ja leider aufhören, weil da nämlich das Grundstück aufhört. Das ist alles sehr knapp und
Ja, so geplant, dass alles maximal von dem Grundstück ausgenutzt wird, was geht. Also ich denke, dass ich hier dann einfach irgendwelche Bäume hinsetze oder sonstiges, dass hier das einfach ja, dekoriert ist. Hier mache ich keine Boxen hin, hatte ich ursprünglich geplant, aber nicht den gleichen Fehler machen wie beim Gestüt Silberdorn, wo ich dann nämlich den Putzplatz vergessen habe. Und ja, das war scheiße. Und dann musste ich den draußen hinbauen und dann hatte ich trotzdem drinnen keinen. Und dann habe ich mir gedacht, vergesse ich das diesmal am besten nicht und mache hier einen Putzplatz hin. So, jetzt haben wir hier noch dann den Eingang in die neue Stahlgasse. Was heißt die neue? In die andere, wo ich dann hier lauter Putzplätze hinmachen kann. Eventuell auch so Wasch, ja, Waschplätze. Einfach so, ja, hier wo jetzt die Löcher sind, kommen dann halt die Türen rein. Ich denke, das mit dem Waschplatz ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich weiß nur noch nicht. So eine Ecke sieht dann immer so eingepfercht aus. Aber hier will ich ja das große Tor hinsetzen, also das hier. Das hier. Kommt hier rein. Ah, okay, da brauche ich... Okay, ja gut. Jetzt mache ich mal alles weg nochmal. Dann kann ich die Wand direkt nochmal zumachen. Und sag mir jetzt nicht, dass das... Nee, ich glaube nicht. Es hat schon 4. Ja. Ja, okay. Also das kommt auf jeden Fall rein. Weil ich das schön finde. Sonst gibt es, finde ich, wenig Bögen, muss ich sagen, die ich sehr toll finde. Was ist das eigentlich? Das ist auch mal interessant, ne? Also, so ein Bogen hätte auch was. Der ist ja riesig. Aber niedrig. Ich weiß nicht, ob da ein Pferd durchpassen würde. Sowas für die Burg. Wir haben ja jetzt dann auch keine Burg. Also in die Sattelkammer will ich eigentlich dann schon, denke ich, eine Tür haben. Weil, ja, muss ja nicht jedes Pferd dann direkt reinkommen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich was für ein Tor ich nehmen soll. Ich will eigentlich nicht dasselbe nehmen, was ich für Gestüt Silber dran genommen habe. Aber ich weiß gar nicht, was da noch so für Tore gibt. Ja, das ist das Problem. Und ich will auch kein doppeltes nehmen. Nur Problemchen, ja. Vielleicht mache ich auch einfach dieses Dekotor und lasse dann so die Türen offen. Ja, also. Da bräuchte ich dann aber diesen Bogen hier. Der ist es, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube schon. Da brauchen wir jetzt hier den Cheat. Objects on. Ne, okay, den brauchen wir. Ja. So. Das müsste ich jetzt natürlich gucken, einfach wie es aussieht. Weil. Das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Ob das gut ist oder nicht. Ich hoffe, das ist überhaupt hier dabei. Nachher suche ich mich dumm und dämlich. Was sowieso schon wieder schlau ist. Hier sind die Barn Signs. Ja, super, da habe ich die auch gleich gefunden. Ja, genau das hier wollte ich. So. Stelle ich gleich mal hin, dass ich es nicht vergesse. und dann suche ich, glaube ich, noch einfach dieses... Schnell in der Hoffnung, dass ich das jetzt auch wirklich schnell finde. Was ist das denn?
Das sieht ja cool aus. Immer, ja, mein Finger hat hier jetzt mal wieder hier, haha, gefunden. Ja, super, das passt ja klasse. Also, hier und hier, so, ups. So sieht das zu aus. Das muss ich mir dann überlegen, ob das dann einfach zu ist oder nicht. Es ist nicht doof, wenn man das Tor so... Das ist schon schlecht geplant. Ich muss ehrlich sagen, das ist ziemlich dumm von mir. Ich muss die Stahlgasse eindeutig größer machen. Okay, ich werde es auf jeden Fall hier mal das alles anmalen. Dann sieht es auch direkt schon mal anders aus. Und dann überlege ich mir, ob ich die Paddocks einfach nochmal ein Kästchen kleiner mache. Weil dann, ups, hier war's, haben wir nämlich, glaube ich, kein Platzproblem. Oh, klasse. Das war natürlich auch mal wieder ganz schlau. Muss ich jetzt jeden Kack einzeln einfärben, oder was? Da hätte ich jetzt mal null Bock drauf. Oh. Ja, gut. So. Weil ich habe ja hier diese Farbe nochmal modifiziert. Ja, natürlich. Ich muss alles einzeln machen. Aber es scheint recht schnell zu gehen und es hängt auch nicht so wie letztes Mal. Wahrscheinlich waren das dem Spiel zu viele Pflanzen. Kann ich mir jetzt. Ist jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Jetzt läuft es ja wieder. Zack, zack, zack. Also ich bin echt bisher ganz zufrieden mit der Farbe. Wundert euch aber nicht, wenn es sich dann vielleicht doch noch ändert. Also manchmal, wenn ich dann am Ende nochmal übers Gestüt drüber schaue und dann sehe, ja okay, ich würde es doch anders haben. Kann es gut sein, dass ich das einfach alles nochmal komplett ändere. Also jetzt von der Farbe, nicht vom Bauen, weil bescheuert bin ich dann auch nicht. So, hätten wir das schon mal. Aber ich denke, es ist gut. Das ist gut. Und warum genau hat dieses Ding so einen komischen... Wie komisch sieht das denn bitte aus? Also, was auch immer das sein soll. Okay. Ja, gut. Ja, und jetzt mache ich erstmal Folgendes. Das hier wird alles eins kürzer. Und ich sehe schon, wir müssen uns sputen, weil die Zeit läuft davon. Alles hier eins kürzer und die Boxen müssen dann eins rüber. Das wird dann alles ein bisschen komischer von der Aufteilung, aber es geht schon und ich schaffe das auch noch. Ich sehe es schon, dass das noch was wird. Ne? Also, ja, ja. Alles easy. Okay, einfach direkt alles weg. Das geht, glaube ich, am schnellsten, wie wenn ich einfach alles einzeln mache. So. Zack, 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 zack. Geht das nicht einfach auch so? Ah, da muss ich alles einzeln machen. Ja, okay, dann. Ich werde jetzt hier, weil ich ja jetzt auch mal die Zeit habe, zufälligerweise, mehr oder weniger, direkt danach den zweiten Teil aufnehmen. Aber ich weiß dann nicht, ob ich ihn, wann ich ihn hochlade, ob ich ihn dann nicht trotzdem erst nächste Woche hochlade. Oder einfach am Mittwoch oder so. Weil das ja dann die Stallungen noch nicht fertig sind. Und die aber trotzdem jetzt hier eigentlich zu dem Video gehören. So,
Dann kommen wir jetzt hier. Fange ich schon wieder an. Weil noch die Wände ab. Zack. Hier dran. Zack. 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 Hier überall weg. Und ich denke, mit einer 6 auf 5 Meter, mit einem 6 auf 5 Meter Paddock kann man auch zufrieden sein. Oder nicht? Also, super. Also ich bin schon ganz zufrieden, wie das aussieht. Sogar fast so, wie ich es mir gedacht habe. Und auf jeden Fall hier erstmal viel Spaß mit dem Teil und bis zum nächsten Teil. Tschüssi!